Hallo und herzlich willkommen. Der NRWBoy18 begrüßt euch zu einem neuen Let's Play. Es da heißt Nibiru. Bote der Götter, so heißt es, aus dem Hause Anaconda. Da hatten wir ja schon in den letzten Tagen So Blond gehabt. Und ja, jetzt bin ich sehr gespannt, was die Herrschaften dann hier herausgebracht haben. Es ist ja letztendlich nur der Publisher. Das Spiel, es handelt sich hier Nibiru, das ist der, oder der legendäre 12. Planet der sumerischen Mythologie. Um den handelt es sich sozusagen hier in dem Spiel. Ich habe mich ein bisschen reingelesen, also das Spiel ist im Prinzip einmal ein Spiel aus der Vergangenheit, nämlich Westböhmen 1945, also um Kriegszeit, und dann einmal aus aktueller Sicht im Jahre 2004 starten wir. Wir sind ein Archäologiestudent namens Martin Holland und gehen eigentlich unserer Arbeit nach und stolpern dann über dieses Nibiru-Projekt. Nibiri will ich immer sagen, das stimmt aber nicht. Nibiru, so. Und es ist für mich ein absoluter Blindrun. Das Spiel war damals in dem großen Spielepaket, was der Svenko 45 mir geschenkt hat. Also an dieser Stelle sei dir nochmal gedankt. Es ist die Special Edition, die, glaube ich, sich da nur unterscheidet, dass hier exklusive Wallpaper drauf sind, Interviews mit den Entwicklern, Trailer, Poster und so weiter und so weiter. Ich denke nicht, dass sich die Handlung im Spiel jetzt irgendwie großartig ändert im Gegenzug zur anderen normalen Version. Es hat auch eine Menge Arbeit gekostet, dieses Spiel, gucke ich jetzt hier, das speichert es nicht. Ich kann ja einstellen, was ich will, bei jedem Neustart ist das wieder so. War einige Probleme, dieses Spiel zu starten, denn die Sache ist die, dass ich einen Windows 7 Rechner habe, 64-Bit. Und da will das Spiel nicht so ganz. Und da muss man mit Trick 17 arbeiten. Da muss man auch erstmal hinterkommen. Es geht hier um den Kopierschutz, der hier eine tragende Rolle spielt. Es ist zwar ein Original, aber dieser Kopierschutz verhindert sozusagen bei diesen neueren Systemen, dass man dieses Spiel zum Laufen bringt. Aber Google, dein Freund und Helfer in der Not, hat mir auch hier geholfen. Und so habe ich dieses Spiel jetzt nun endlich zum Laufen gebracht. Es ist ein Blindrun für mich. Wir schauen uns jetzt das Intro an. Ich bin sehr gespannt. Es soll viel von Black Mirror haben, denn hier ist auch zusätzlich die Demo-Version von Black Mirror 1 dabei. Ich bin sehr gespannt auf dieses Spiel. Ich hoffe, ihr auch. Und wir legen jetzt los. Hallo Martin, hier spricht François. Denkst du immer noch darüber nach, deine Archivarbeit aufzugeben und jemand anderem zu übergeben? Naja, du kennst meine Meinung über diese Unmengen alter Dokumente. Wie wäre es dann, wenn du mal für eine Zeit aus dem Archiv herauskämst? Und worum geht es? Wieder eine langweilige Stippvisite nach England, um alte Bücher zu suchen? Dieses Mal nicht. Also, 1945. Ein deutscher Tunnelkomplex aus dieser Zeit ist gerade entdeckt worden. Meinst du das ernst? Wo? Westböhmen. Wann brechen wir auf? Leider lässt mein Alter so eine Unternehmung nicht mehr zu. Du wirst allein gehen müssen. Ich werde dir hier mehr darüber erzählen. Wäre es dir heute Nachmittag recht? Einverstanden. Gut. Komm so schnell wie möglich. Ich zähle auf dich, Martin. Onkels Nachricht war ein wenig mysteriös, aber gerade das macht mich neugierig. Ein neuer deutscher Tunnelkomplex. So eine Entdeckung macht man nicht jeden Tag. Aber warum die Eile? Es ist jetzt fast 5 Uhr. Zeit, mehr herauszufinden. Black Mirror. Ich bin froh, dass du pünktlich bist. Die Sache wird zunehmend dringlicher. Ich höre. Nur wenige Leute wissen, was ich dir jetzt erzählen werde. Und so muss es auch bleiben. Hast du je von einem deutschen Kriegsprojekt namens Nibiru gehört? Nibiru? Der 12. Planet? Was hat das mit den Deutschen zu tun? Ja, der 12. Planet. Die Deutschen hätten alles für eine Technologie gegeben, die ihnen in ihrer Situation geholfen hätte.
Stell dir nur vor, was die Technologie einer hochentwickelten Rasse für sie bedeutet hätte. Aber der 12. Planet ist doch nur ein Mythos. Glaubst du das wirklich? Auch ich habe nicht daran geglaubt, aber das ist jetzt unwichtig. Wichtig ist, dass die Deutschen daran geglaubt haben. Und mehr als das. Ich habe in meinem Leben viele Fakten gesammelt. Und ich glaube, dass sie von ihrem Ziel nicht weit entfernt waren. Ich habe weder eine Ahnung, was sie wussten, noch was genau sie entdeckt hatten. Aber Nibiru ist ganz bestimmt nicht nur ein Mythos. Ja? Fahre fort. Es ist nicht mehr genug Zeit, dich in alles einzuweihen, was ich herausgefunden habe. Aber ich bin sicher, dass Nibiru existiert. Also machen wir uns an die Arbeit. Die Information über diese Entdeckung habe ich von meiner Kontaktperson in Prag. Es ist bereits alles arrangiert worden. Du musst nach Prag und sie heute Abend auf der Karlsbrücke treffen. Heute Abend? Sie? Deine Kontaktperson ist eine Frau? Genau. Wir müssen schnell handeln. Du wirst dort einen Passierschein für die Fundstätte und alle verfügbaren Informationen erhalten. Warum diese Eile? Was soll ich denn deiner Meinung nach dort finden? Ich weiß es nicht. Gegen Kriegsende haben die Deutschen alles Wertvolle versteckt, damit die Alliierten es nicht beschlagnahmen konnten. Die Ergebnisse ihrer archäologischen Forschung sind nie gefunden worden. Und es gibt auch keinen Hinweis, wo man nach ihnen suchen sollte. Allerdings war Böhmen Ende April 1945 das einzige Territorium unter deutscher Kontrolle. Woran erkenne ich diese Frau? Auf der Karlsbrücke geht es tagsüber sehr hektisch zu. Aber du wirst nachts eintreffen, wenn sie nahezu verlassen ist. Und sie hat schon ein Foto von dir. Alles ist arrangiert. Ihr Name ist Barbora. In dem Umschlag vor dir findest du dein Flugticket. Martin, das könnte eine große Sache sein. In Ordnung. Ich werde dich anrufen, wenn ich am Treffpunkt angekommen bin. Viel Glück. Ich verließ die Villa mit nur wenig mehr Informationen, als ich vorher schon hatte. Allerdings schien mein Onkel von dieser ganzen Sache sehr überzeugt zu sein. Dann werde ich mal im Herzen Europas nach ein paar Antworten suchen. Ich kam in Prag spät nachts an. Ein Taxi brachte mich in die Innenstadt und die Karlsbrücke war gleich um die Ecke. Ich bin ein bisschen spät. Hoffentlich war Barbora geduldig genug, auf mich zu warten. Barbora ist nicht hier. Ob ich zu spät bin? Wow. Und da sind wir im Spiel angekommen, Freunde. Black Mirror ist, glaube ich, nicht zu übersehen, dass hier, glaube ich, so ein paar Parallelen bestehen. Auch die Zeichnung, die Grafik gefällt mir absolut megamäßig. Also, geil. Wenn man sich, guck mal, hier die Pfütze und alles. Und der Oppi hatte zwar eben ein bisschen abgehackte Füße unterm Tisch, aber hey, da kann man drüber stehen. Aber nichtsdestotrotz, ich liebe, glaube ich, das Spiel jetzt schon. So, also hier unten haben wir das Inventar. Okay, unser. Ach, da oben wird es mir angezeigt. Geldbörse und Handy. Mein Handy. Okay. Okay, so nehmen wir es. Okay. Und wie telefoniert er dann? Ja, wie die telefonierst du denn? Staffelei. Telefonier mit der Staffelei. gut, das werde ich wahrscheinlich dann später noch rausfinden. Hotspots haben wir hier keine. H auch nicht. Tab auch nicht. Ich habe keine Hotspots. Keine Hotspots. Auch nicht schlecht. So, aber tief mitten in der Nacht und dann ist hier noch ein Fotograf, beziehungsweise ein Tourist und jemand, der malt. Okay. Ein Tourist. Er genießt den nächtlichen Ausblick. Ah, wie cool. Wenn wir etwas abgearbeitet haben, können wir es nicht mehr anklicken. Rennen kann er nicht. Statue des heiligen Thomas. Ah, so. Mein Namensvetter. Okay. Ja, dann bleibt ja eigentlich nicht mehr viel. Außer den Maler hier. Auf der Staffelei ist ein halbfertiges Kreidegemälde. Sehr schöne Arbeit. Da fällt ja auch überhaupt nicht auf den Maler, wenn da so direkt einer neben ihm steht. Und das auch so ein bisschen ist, da steckt auch so ein bisschen George Staubert Baphomets Fluch drin, finde ich. Also es ist... Ah, herrlich. Herrlich. Ich bin begeistert. Guten Abend.
Hätten Sie gern ein Kreideporträt von sich? Nein, danke. Ich würde mich nur gern nach etwas erkundigen. Aber natürlich. Warten Sie kurz, bis ich dieses Bild fertig habe. Kein Problem. Ich werde warten. Oh, ich hasse das Wort warten. Ah, vielleicht ist das ja unsere Kontaktperson, nur verkleidet als Mann. Okay. Ich werde ihn jetzt nicht stören. Och nö. Jetzt schon? Komm, ich gebe ihm Geld. Ich will das kaufen. Nee, doch nicht. Shit! Es ist viel Geld drin, damit ich für die Reise genug habe. Oha. Dann dürfen wir uns aber nicht ausrauben lassen. Moldau. Der Fluss aus in Prag. Aus Prag. Der Fluss aus Prag. Nee, rennen kann er nicht. Naja, George. Die Wellen der Moldau glitzern im Mondschein. Na dann. George Stobart konnte auch nicht ran. So, aber jetzt ist die Frage, wie lange spiele ich das Spiel? Und ich hänge schon fest. Ah, ist das herrlich. Was übersehe ich? Was übersehe ich? Da hinten ist nichts. Die Statuen können wir uns nicht angucken. Nein. Da muss ich aber dann nochmal in der Anleitung nachgucken, ob es hier wirklich keine Hotspots gibt. Es hat da gerade irgendwie so gerumpelt, gepumpelt im Hintergrund, oder? Kann mir das nur so vor? Sockel! Warum kann ich mir den Sockel denn angucken? Die anderen Sockel kann ich mir nicht angucken. Och, Martin. Das ist mein erster Charakter, der Martin heißt. Die Statue wurde 1957 restauriert. Der Sockel ist ein massiver Steinblock. Die Statue wurde 1957 restauriert. Warum kann ich mir das jetzt weiterhin angucken? Muss ich jetzt nochmal mit ihm reden? Aha! Barbora. Warum denn jetzt erst? Ein herrlicher Abend, nicht wahr? Ja, sehr schön. Sie sind also an meinen bescheidenen Kunstwerken interessiert? Sehen Sie sich doch mal dieses wunderschöne Gemälde von Prag an. Ich fürchte, ich bin an etwas anderem interessiert. Wissen Sie, ich suche hier nach einer Frau. Die Liebe hat Sie hergebracht, was? So kann man das nicht sagen. Es ist eher ein wichtiges Treffen. Sie haben sich einen sehr guten Ort dafür ausgesucht. Und auch den richtigen Zeitpunkt dieser lauen Nacht, muss ich sagen. Es ist nicht so, wie Sie denken. Wir treffen uns nur hier. Eigentlich kennen wir uns gar nicht. Zu schade, was? Sieht so aus, als wäre ich zu spät gekommen. Sie muss schon gegangen sein. Sie sollte hier bei dieser Statue warten. Ist sie Ihnen vielleicht aufgefallen? Ja, sie ist mir in der Tat aufgefallen. Es laufen nicht viele Frauen zu dieser späten Stunde hier herum. Sie stand fast eine Stunde hier und sah sich immer wieder ängstlich um. Ich sollte sie heute Abend treffen. Können Sie mir etwas mehr sagen? Vielleicht. Das Problem ist, dass ich von einem Mann abgelenkt wurde, der kurz vor der Frau hier eintraf. Ein Mann? Ein Tourist oder vielleicht auch nur ein Spaziergänger. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin kein Detektiv, verstehen Sie? Wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich gern an meinem Gemälde weiterarbeiten. Ich möchte aber noch über diese Frau reden. Es ist wichtig. Oh, in Ordnung. Ich werde Ihnen noch etwas erzählen. Und dann lassen Sie mich weiterarbeiten. Abgemacht? Sie haben mich sowieso schon zu viel Zeit gekostet. Abgemacht. Einige Minuten bevor sie auftauchte, kam ein Mann an meine Staffelei und wollte ein Porträt. Ein seltsamer Mensch. Bevor ich das Porträt fertig hatte, ging er wieder. Und ohne zu zahlen. Was für ein Kunstbanause. Hören Sie, auch meine Zeit ist beschränkt. Wenn ich das erstatte, was Sie durch das Porträt verloren haben, werden Sie mir dann sagen, was ich wissen muss? Gern. Und ich werde Ihnen sogar das Porträt überlassen. 500 Kronen und wir haben eine Abmachung. Das ist eine schöne Stange Geld, meinen Sie nicht? Es ist ein guter Preis. Wäre das Porträt fertig, würde es Sie 1000 kosten. Okay, abgemacht. Geben Sie mir das Bild und sagen Sie mir endlich, was Sie wissen. In Ordnung. Sie hat eine Zeit lang hier gestanden und schien immer ängstlicher zu werden. Dann lehnte sie sich gegen die Statue des heiligen Thomas und ich konnte sehen, dass sie in aller Eile etwas schrieb. Aber als ich mich wieder umdrehte, war sie fort.
Naja, dadurch weiß ich nicht wirklich mehr darüber, was passiert ist. Sie wollten wissen, was ich gesehen habe, und das habe ich Ihnen jetzt erzählt. Okay, trotzdem vielen Dank. Genießen Sie den Rest des Abends. Boah, 500 Kronen. Muss man sich jetzt mal umrechnen in Euro, wie viel das sind. Aber das wird nicht wenig sein. Porträt des Mannes, von dem der Maler sprach. Eine exakte Beschreibung. Also, oh. Okay. Und ein Schnurrbart. Also die Aufmachung gefällt mir bisher wirklich sehr, sehr gut. Heißt also jetzt die Erklärung dafür, dass wir uns den Sockel genauer angucken können. Ruhe, Beasley. Der Sockel ist ein massiver Steinblock. Na? Die Statue wurde 1957 restauriert. Och, nicht doch. Ich werde... Ah. Jemand hat ein Stück Papier unter das Schild geschoben. Mit der rechten Maustaste gibt's also auch. Na, und? Ja, lies vor. Ich konnte nicht länger warten. Jemand weiß alles. Der Professor wird Ihnen mitteilen, wo ich wohne. Kommen Sie dorthin. Ich hoffe, dass Sie diese Nachricht finden werden. Barbora. Das heißt, ich muss jetzt unseren Onkelchen anrufen? Ja, muss ich. Ruhe. Professor? Ja, Martin. Was gibt's? Ich bin gerade am verabredeten Ort eingetroffen, aber Barbora ist nicht hier. Ein Maler hat sie vor etwa einer Stunde gesehen. Sie muss schon gegangen sein. Das ist nicht gut. Du musst sie heute noch treffen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Da gibt es noch etwas. Er sagte mir, dass sie verängstigt zu sein schien. Möglicherweise wurde sie verfolgt. Wenn du mir etwas zu sagen hast, was ich noch nicht weiß, dann solltest du das jetzt tun. Martin, du weißt alles, was ich dir im Moment sagen kann. Du musst mir vertrauen. Wie kann es sein, dass jemand sie verfolgte? Könnte noch jemand gewusst haben, dass wir uns treffen sollten? Ich habe keine Ahnung. Hoffentlich ist es falscher Alarm und Barbora war einfach nur nervös. Ich halte es für das Beste, wenn du jetzt direkt zu ihrer Wohnung gehst. Das ist wohl der einzige Weg, um herauszufinden, was wirklich los ist. Sie wohnt in der Tschechowny-Straße 52. Und ihr vollständiger Name ist Barbora Kanska. Und beeil dich! In Ordnung. Ich gehe sofort los. Ich habe den Straßennamen jetzt schon wieder vergessen. Ich nahm mir ein Taxi zu dem Haus, in dem Barbora wohnte. Hoffentlich wird sie zu Hause sein. Aber schon geil, dass man jetzt hier direkt schon wieder an einem neuen Ort ist. Also das gefällt mir alles. Das gefällt mir alles. Schild! Was haben wir denn da? Das ist bestimmt der Straßenname. Aber schon ein bisschen ätzend, dass er nicht läuft. So ein bisschen. Tschechowny-Straße, Prag 1. Nachtclub. Ein Club mit K geschrieben. Nee, er rennt wirklich nicht. Wenn ich nur etwas mehr Zeit hätte, würde ich mir ein oder zwei Drinks gönnen. Okay, Bar leuchtet sogar. Gebäudeeingang, okay, da können wir rein. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir uns hier anschauen können? Zeitungen. Die sind doch da nur dran gepappt, oder nicht? Ein paar Anzeigen und abgerissene Kinoprogramme. Mehr nicht. Tatsächlich, gut. Dann gehen wir zu Gagado Baro Boro Boro. Bora Bora. Ich nenne sie Bora Bora. Ding dong. Abgeschlossen. Oh. Jetzt wie bei George Stobart, der Schlüssel liegt unter der Matte. Oh nein. Wie hat der gesagt, hieß die? Türklingel. Shit. Kann eigentlich nur das hier sein. Niemand antwortet. Soll ich jetzt hier Klingelmännchen malen? Ich hab den Namen schon wieder vergessen. Ah, oh, kacke, Hühnerhacke. Aber ansonsten fängt hier nichts mit B an. Ja, ich sehe auch gerade, nur die eine Klingel funktioniert. Also kann es nur die sein. Keine Antwort. Wo könnte sie sein?
Ich werde eine andere Klingel probieren, um in das Haus zu kommen. Hoffentlich ist jemand bereit, mir zu dieser späten Stunde die Tür zu öffnen. Wie spät haben wir es überhaupt? Die Post. Guten Abend. Ich muss in das Haus, aber es ist abgeschlossen. Könnten Sie mich reinlassen? Es ist abgeschlossen, weil es Nacht ist. Und wer sind Sie überhaupt? Mein Name ist Martin Holen und ich möchte zu Barbora Kanska. Ich muss sofort mit ihr reden. Würden Sie mir bitte die Tür öffnen? Frau Kanska lebt hier, aber ich kenne sie nicht. Tut mir leid, aber ich werde die Tür nicht öffnen. Kommen Sie wieder, wenn sie zu Hause ist. Na toll. Versuchen wir es beim nächsten. Wir klingeln uns jetzt durch. Ja? Guten Abend. Ich würde mich gern erkundigen, ob Sie bitte die Haustür für mich öffnen würden. Ich muss mit Frau Barbora Kanska reden. Haben Sie eine Ahnung, wie spät es ist? Nein, das ist... Wir schließen das Haus ab, damit Leute wie Sie hier nicht herumlungern. Wenn Barbora Sie kennt, dann klingeln Sie doch bei ihr. Aber sie antwortet nicht. Verdammt. Was für nette Leute, aber auch irgendwo verständlich. Ich meine, ich weiß ja nicht, wie spät wir es haben, aber ich würde dem Typ auch nicht die Tür aufmachen. Nächster. Wer ist da? Pizzataxi für Nummer 31. Mitten in der Nacht? Glauben Sie, ich bin dämlich? Ich will noch etwas Schlaf bekommen, also lassen Sie mich besser in Ruhe. Und hey, hier gibt es keine Nummer 31. Der Pizzabotentrick hat nicht wirklich funktioniert. Okay. Nächste Klingel, oh Gott. Das kann noch ein Weilchen dauern. Guten Abend, könnten Sie bitte die Tür für mich öffnen? Warum zum Teufel klingeln Sie hier? Es ist mitten in der Nacht. Tut mir leid, ich möchte zu Frau Kanska. Würden Sie mich bitte hereinlassen? Hallo? Verflucht. Ja, ist das jetzt hier zum Scheitern verurteilt oder... Sag doch mal, bist Polizist oder so. Was wollen Sie? Ich muss dringend in Ihr Haus und mit Frau Kanska reden. Mit Barbora reden? Warum klingeln Sie dann nicht bei ihr? Sie antwortet nicht, aber ich glaube, dass sie zu Hause ist. Wir sollten uns heute Abend treffen, aber sie tauchte nicht auf. Ich versuche es jetzt schon eine ganze Weile. Sie sollte zu Hause sein. Oh, ich hoffe doch, dass es ihr gut geht. Ich werde sie sofort hereinlassen. Hoppla. Vielen Dank. Ach, wenn etwas nicht stimmt, dann klingeln Sie bitte bei Nummer 12 und lassen es mich wissen, okay? Sie ist wahrscheinlich nur eingeschlafen. Keine Sorge. Ja, hoffentlich haben Sie recht. Okay, Wiedersehen. Wiedersehen. Die Sorgen könnten gerechtfertigt sein. Ich habe ein ganz komisches Gefühl. Wie nett. Aber wenn die Tür abgeschlossen ist, nützt doch nichts, wenn er uns aufdrückt. Oh nein, dieses Problem geht weiter. Schwarzes Brett. Wollen wir erstmal gucken. Nachrichten für die Mieter. Mehr nicht? Na gut. Die meisten Nachrichten sind neueren Datums. Nachrichten für die Mieter. Ich sehe nichts Besonderes. Gut, aber es bleibt anwählbar. Heißt, wir müssen da noch irgendwas machen. Die Treppe nehmen mit dem Aufzug nach oben. Briefkästen. Schauen wir uns erstmal die Briefkästen an. Ich hoffe und bete, dass es hier nicht versteckte Geheimnisse oder sowas gibt. Die Briefkästen der Mieter. Okay. Es ist zu dunkel hier. Die meisten Namen kann ich nicht entziffern. Barboras Briefkasten scheint nicht dabei zu sein. Wo ist es denn da zu dunkel? Schauen wir mal. Hier, ich habe ihn gefunden. Barbora Kanska, Apartment 17, 5. Stock. Aha, okay. Bei meinem Glück funktioniert der eh nicht. Oh, er funktioniert. Bing. Sogar vollautomatisch. Ich bin begeistert. Aber ein nettes Haus hier. Feuerlöscher. Erstmal einen Feuerlöscher angucken. Das Wichtigste, was man erstmal machen muss. Nur bei Feuer einzusetzen. Die Entwickler hatten Langeweile. Feuerlöscher ist nur bei Feuer zu gebrauchen. Tür, 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 Tür. Alles Türen. Super. Welche ist jetzt die richtige? Nummer 14. Watzlaw Richter. Und wir sollten bei der 12 klingeln. Naja, wollen wir mal gucken. Nummer 17. Hier wohnt Barbora. Ich sollte klingeln. Ja. Ding dong. Ja, stimmt sogar.
Innen ist das Licht ausgegangen. Es muss jemand in der Wohnung sein. Seltsam. Oh, spooky. Niemand antwortet. Seltsam. Ich könnte schwören, das Licht brannte. Ja, sicher brannte das. Ich hab's auch gesehen. Ruhe! Hier wollen Leute schlafen. Ich muss anders hineinkommen. Na super. Super, super, super. Wie komme ich jetzt hier zu der... zum Dachboden? Okay. Dann versuchen wir es eben über den Dachboden. Der ist abgeschlossen. Ah. Okay, dann vielleicht wieder den Aufzug nehmen. Dann probieren wir es mal bei dem netten Herrn. Aber ich denke, der fährt jetzt wieder ins Erdgeschoss, ne? Ja, er fährt ins Erdgeschoss. Super. Können wir uns jetzt hier nochmal die Briefkästen... Nein, können wir natürlich nicht. Die Treppe können wir auch nicht nehmen. Wow. Das schwarze Brett. Wieso können wir uns das schwarze Brett angucken? Die meisten Nachrichten sind neueren Datums. Ja. Oh, beim ersten Hingucken habe ich das hier übersehen. Aha. Zur Kenntnisnahme. Die Schlüssel zum Dachboden sind wie üblich im obersten Stock beim Feuerlöscher zu finden. Ach ja. Was für ein billiges Rätsel. Freunde, aber die Zeit ist so langsam erreicht, dass wir Schluss machen. Wir holen uns jetzt noch den Schlüssel. Oh oh. Da. Schild. Hinter dem Schild wahrscheinlich. Schlüssel. Gut, und das war dann der Auftakt für das Let's Play Nibiru. Und der Martin und ich, wir machen jetzt eine Kurzunterbrechung, hoffen aber, dass wir uns alle dann im zweiten Teil wiedersehen. Macht es gut, bis dahin, NRW über 18, adieu.